So, jetzt steht hier im Fenster. Da packe ich mein Handy immer drauf. Und werde mir mal ein Handtuch um die Schultern legen, dass es nicht so nass wird. Und dann werde ich versuchen, irgendwas hinzukriegen. Hier sieht man ja die ganzen plattgelegenen Stellen vom Schlafen. Ich versuche das mal ein bisschen mehr nach vorne zu ziehen. Aber ob das funktioniert, weiß ich nicht, weil die stehen einfach von alleine. Ich werde jetzt einfach mal gucken, ob das 2,4 cm sind. Jo, 2,4. Ich werde das dann einmal im Monat messen. Ich denke, einmal die Woche messen braucht man nicht. Die paar Millimeter, die dazu kommen. Ich gucke einfach mal, wann es 3 cm sind. Jetzt mache ich sie erstmal ein bisschen nass. Vielleicht mache ich hinten noch einfach mal alles hoch. Und ich habe gemerkt, dass es richtig arschkalt ist am Kopf. Ich hätte das mal im Sommer machen sollen, die Haare abrasieren und nicht im Winter. Das ist richtig ungewohnt und kalt für mich. Und ich trage keine Mütze. Ich trage nie eine Mütze oder sowas. Nun, es ist halt recht kalt auf dem Kopf. Und das Wasser ist auch kalt. Das stelle ich nächstes Mal auf die Heizung, bevor ich das benutze. Weil das ist auch destilliertes Wasser. Deswegen kann ich jetzt kein warmes Wasser aus dem Wasserhahn nehmen. Ich denke, das ist nass genug. So. Ist mir mein Handtuch runtergefallen. So. Dann wollen wir noch mal gucken, was ich hier an Frisur hinkriege. Oh Gott. Ich mache das Rollo mal ein bisschen höher. Oh, mein Handy darf nicht runterfallen. Na doch. So ist gut. So, das ist jetzt nass. Einige haben auch bei Facebook gesagt, vorne ins Gesicht ziehen, aber ich habe nicht viel ins Gesicht zu ziehen. Das ist halt noch zu kurz. Aber ich versuche mal, mir eine fette Ladung Gel reinzuballern. Oh, hoffentlich funktioniert das, weil dieses Gel mochten meine längeren Haare nicht so. Das wurde so trocken und strohig. Also meine Haare wurden irgendwie so trocken und strohig, als ich den Cast rausgeknetet habe. Aber vielleicht funktioniert das jetzt mit den etwas kürzeren Haaren ein bisschen besser. Also bereuen tue ich das nicht, aber so ein bisschen ärgern tut mich das, dass es nicht ein Tickchen länger ist. So ein bisschen, ein paar Strähnchen so vorne ins Gesicht oder so. Aber nun sitze ab. Nun muss ich durch. Ich werde auch nicht jetzt, glaube ich, jedes Styling mit Film. Also wenn ich morgen mal was anderes ausprobieren möchte, mache ich das mal ohne Film. Aber viel kann ich, glaube ich, auch nicht ausprobieren. Deswegen,
Aber ich werde jeden Tag ein Foto machen. 365 Tage lang. Und das poste ich dann bei Insta. Ich sehe so schlecht. Ich muss mal kurz meinen anderen Spiegel hier hin machen. Da kann ich besser gucken. Wie gesagt, ich werde 365 Tage ein Foto machen. Und dann mal gucken, wie ich in 365 Tagen aussehe. Eigentlich wird das ja jetzt genau die gleiche Frisur wie gestern, oder? Vielleicht das hier ein bisschen höher. Oh mein Gott. Ihr müsst mir helfen. Gebt mir mal Styling-Tipps. Was man mit der Länge anders machen könnte. Ich mag das nicht, wenn das so hoch steht. Ich muss das wieder platt machen. Ja, das ist eigentlich die gleiche Frisur wie gestern. Soll ich noch mehr Gel reinmachen? Ah, shit. Jetzt habe ich vergessen, das reinzumachen. Fuck. Okay, dann machen wir es morgen. Ich wollte diese Feuchtigkeitsmilch reinmachen, weil ich dachte, dass es dann so ein bisschen runterfällt, alles ein bisschen schwerer wird. Ah, habe ich vergessen, Scheiß. Na gut, noch mal ein Teelöffel ungefähr Gel. Und dann diffuse ich das mal trocken. Ich mache das hier hinten mal heute ein bisschen hoch. Ja. Ich glaube, das sieht jetzt schlechter aus als gestern. Ich wasche mir kurz die Hände und dann föhne ich sie mal trocken. So, meine Lieben, ich habe jetzt die Haare 2 Stunden trocknen lassen. Ich nehme jetzt das Hautöl wieder und wuschel meine Haare einmal durch. Damit die nicht ganz so gelig aussehen. Mein Doppelkinn bitte nicht beachten. Ich werde in Zukunft nur noch geradeaus gucken, dann sieht man mein Doppelkinn nicht so. So lasse ich das jetzt. Ich habe keine Ahnung, wie das von hinten aussieht. Ich kann ja mal gucken. Jo. Das sieht richtig schön beschissen aus. Aber das ist nicht weiter tragisch. Ich habe jetzt keinen Bock mehr, irgendwas damit zu machen mit den Haaren. Ich lasse es jetzt so.
Samstag werde ich sie waschen. Und dann gibt es Samstag auch wieder ein Video. Ich mache jetzt ein Foto. Ich werde 365 Fotos machen, also jeden Tag eins. Und dann mal gucken, wie das dann aussieht in 365 Tagen. Und ja, das war jetzt Tag 3. Ich hatte vorhin ganz vergessen zu sagen, dass ich heute nur Wasser benutzt habe, nicht Wasser mit Apfelessig gemischt. Und das Gel, was ich benutzt habe, ist dieses hier. Das kommt aber weg, das funktioniert für meine Haare leider nicht. Ja, also weg damit. Das nächste Mal versuche ich das mit dem Gel. Und mal gucken, wie es weitergeht.